Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Der zweite Teil unserer Tagesreise nach Lothringen führt uns auf den kleinen Flugplatz Verdun, jene Stadt an der Maas, die vor exakt 100 Jahren Schauplatz einer der schrecklichsten und blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs wurde und für die grausamen Gemetzel zwischen Deutschen und Franzosen in die Geschichte eingegangen ist. Wir werden die ehemaligen Schlachtfelder überfliegen und einige der Mahnmale umrunden. Aber zunächst versuchen wir noch eine andere spannende Aktion. Nur 10 Meilen südwestlich von Nancy liegt ein weiterer großer Flugplatz. Die Base Arienne Nancy-Auchet ist ein Militärflugplatz der französischen Luftwaffe. Sie ist die Homebase mehrerer Staffeln von Dassault Mirage 2000 Delta-Kampfflugzeugen. In der Beschreibung unter dem Video habe ich ein Foto dieser Kampfflugzeuge hinterlegt. Hier ist ein Überblick über die geplante Route. Wir wollen der Platzrunde folgen und dann anschließend auf Südkurs drehen. Die weitere Absicht ist die Querung der Kontrollzone von Auchet. Wenn wir die CTR wieder verlassen haben, sind es keine 15 Minuten mehr bis Verdun. Dort wollen wir einen Vollkreis um das Sperrgebiet drehen und dabei einige der wesentlichen Gedenkstätten von Verdun besuchen. Anschließend wenden wir uns nach Nordost und wollen über den internationalen Airport von Luxemburg wieder heimfliegen. Der Flugplatz Auchet hat eine riesige Kontrollzone, die genau zwischen uns und dem Flugplatz Verdun liegt. Wäre schön, wenn wir die nicht umfliegen müssten. Ob wir die wohl kreuzen dürfen? Wir sind sehr gespannt. Schließlich ist heute Donnerstag und unter der Woche sind diese Kampfjets oft unterwegs. Im Grunde rechne ich aber nicht damit, dass wir einen Durchflug genehmigt bekommen, aber der Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich melde uns also beim Tower an und bitte um Durchflug von unserer jetzigen Position im Osten, Midfield bis zum Reporting Point Whiskey ganz im Westen. Und zu meiner Überraschung kommt ohne zu zögern tatsächlich die Genehmigung. Wir bekommen einen Squawk und ich nehme Kurs auf den Platz. Und als wir in Flugplatznähe sind, kommt dann gleich die nächste Überraschung. Hier ist ja sogar was los. 4 Jets stehen vor dem Tower herum und einer rollt gerade zum Start. Toll, dass die uns hier während des normalen Flugbetriebs hindurchfliegen lassen. Wir sind beeindruckt. Thank you.
Nun nähern wir uns langsam dem Flugplatz Verdun. Wie auf allen kleinen Plätzen in Frankreich üblich, ist der Turm nicht besetzt. Ich melde uns also mit meinen beschränkten Französischkenntnissen an, fliege in die Platzrunde ein und lande. Ein kleines Bistro mit einer sehr stylischen Inneneinrichtung erwartet uns. Vor 100 Jahren hätten wir hier kaum eine Überlebenschance gehabt. Heute werden wir von einem netten Franzosen ebenso freundlich begrüßt wie bewirtet. Wir hätten uns gern mit ihm etwas unterhalten, aber leider spricht er kein einziges Wort Deutsch oder Englisch. Nach einer Stunde geht's dann weiter. Mit einem Gefühl von Demut fliegen wir, nahezu exakt 100 Jahre nach Beendigung dieses Krieges, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, über die ehemaligen Schlachtfelder hinweg, deren Opfern man in mehreren Gedenkstätten eine würdige Erinnerung geschaffen hat. Die Schlacht um Verdun 1916 war ein mörderischer Zusammenstoß und der mit Abstand blutigste in der Geschichte zwischen Frankreich und Deutschland. Eine lange Kette wechselseitiger Demütigungen führte zu den beiden furchtbaren Kriegen. Dazu zählen Napoleons Siegeszug durch das Brandenburger Tor im Jahre 1806 ebenso wie die deutsche Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles 1871. Aber der zentrale Gedächtnisort dieser Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen ist die Stadt Verdun. Das Schlachtfeld unter uns ist durch seine Authentizität und den enormen Reichtum seiner Relikte ein weltweit einzigartiges historisches Erbe. Es ist schier unvorstellbar, dass wir hier nun über die ehemaligen Schlachtfelder hinwegfliegen. Von Februar bis Dezember 1916 wütete genau hier der Krieg, der allein an dieser Stelle über 300.000 Tote gefordert hat. Wir fliegen hier über dichtem Wald. Damals stand hier nicht ein einziger Baum oder Strauch mehr. Alles war übersät mit Kratern und Bombentrichtern. Mehr hat der monatelange Beschuss mit Mörsern und Granaten nicht übrig gelassen.
nur mehrfach umgepflügte Erde. Aus der Luft nimmt man das kaum wahr. Als Fußgänger jedoch sind die Bombentrichter noch an sehr vielen Stellen zu sehen. Hier ist ein Bild zur Übersicht. Es zeigt die vier wesentlichen Gedenkstätten von Verdun. Die Gedenkstätte für die Schlacht um Verdun, das Beinhaus von Douaumont, das Fort Douaumont und das Fort Vaux. Unvergessen ist das gemeinsame Erinnern und der Handschlag zwischen François Mitterrand und Helmut Kohl am 22. September 1984 hier auf dem Soldatenfriedhof in Verdun. Das Foto der beiden ging damals um die Welt und ist bis heute ein wegweisendes politisches Symbol der Völkerverständigung. Nach der großen Runde um das Sperrgebiet nehmen wir nun Kurs auf Luxemburg. Das Überfliegen von internationalen Airports ist längst zur Routine geworden. Entsprechend problemlos lässt uns der Tower auch hindurchfliegen. Danach geht's, wie am Lineal gezogen, an Bitburg und der Nürburg vorbei, wieder nach Hause an den Rhein.